14 Veränderungen, die auftreten, wenn ein Mann seine Seelenverwandte trifft. Mit dieser Frau wird alles anders. Seelenverwandte sind wundervolle Wesen. Wir müssen ihnen nichts erklären und verstehen uns mit ihnen auf Anhieb. Gerade Männer schätzen diese Form von Liebesbeziehung noch mehr als Frauen. Sie verschont sie nämlich mit den üblichen Startschwierigkeiten, die zu Beginn des Kennenlernens häufig für Unmut sorgen. Eine Seelenverwandte tritt in ihr Leben und plötzlich liegt die gemeinsame Zukunft klar vor ihnen. Sie wissen genau, was dieser Mensch für sie sein kann und setzen alles daran, um diese Möglichkeiten Realität werden zu lassen. Wie stark sein Leben sich zum Positiven wendet, wenn ein Mann seine Seelenverwandte trifft, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Er ist offen für Neues. Die meisten Männer schwingen sich irgendwann in einen Alltag ein, der von Arbeit und Freizeit geprägt ist, aber wenig Spielraum für Innovatives bietet. Die Gemütlichkeit und die Gewohnheit siegen früher oder später. Lernen Sie Ihre Seelenverwandte kennen, sind Sie plötzlich neugierig und offen für neue Erfahrungen. Nummer 2. Mut und Selbstbewusstsein bestärken ihn. Das Kennenlernen ihres Lebensmenschen lässt Männer zur Höchstform auflaufen. Sie besinnen sich instinktiv auf ihre Rolle als Beschützer und starkes Geschlecht. Bei dem Menschen angekommen zu sein, der für uns bestimmt ist, lässt uns stärker und selbstbewusster in Erscheinung treten. Nummer 3. Er selbst rückt an die zweite Stelle. Besonders Langzeitsingles erleben die Begegnung mit ihrer Seelenverwandten als ziemlich umwerfendes Ereignis. Sie sehen sich auf einmal mit der Situation konfrontiert, sich selbst und ihre Wünsche und Begehrlichkeiten nicht mehr an die erste Stelle zu reihen. Dort thront nun jemand anders und sie wird hofiert und verehrt wie eine Königin. Nummer 4. Sicherheit und Geborgenheit als neuer Lifestyle. Was Männern früher als spießig und langweilig erschienen wäre, bekommt mit dem Eintreffen ihrer Seelenverwandten ein ganz neues Gesicht verpasst. Sie beginnen nämlich plötzlich ein Leben in geordneten Bahnen über die Maßen zu schätzen. Sie lieben dieses Gefühl der Geborgenheit und fühlen sich erstmalig bei jemandem gut aufgehoben. Nummer 5. Er schätzt Kompromisse. Spätestens dann, wenn das Ego sich in den Hintergrund verabschieden darf und statt seiner der Kompromiss die Bühne betritt, ist klar, dass diese Liebe keine simple, oberflächliche Affäre mehr darstellt. Das Zurückstecken der eigenen Wünsche, um einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist Schritt 1 auf dem Weg in die Zweisamkeit. Nummer 6. Das Leben erscheint ihm plötzlich voller Möglichkeiten. Eine Seelenverwandte zeigt ihrem Gegenpart oft die Welt in einem ganz neuen Licht. Es braucht diese Begegnung anscheinend, um dem Leben all seine wunderbaren Facetten abzuringen, die wir allein niemals entdeckt hätten. Chancen und Möglichkeiten bieten sich dem Mann nun, von denen er früher nur träumen konnte. Nummer 7. Er vertieft die Beziehungen zu seiner Familie und zu seinen Freunden. Nicht nur die Liebe meint es gut mit dem Mann, wenn seine Seelenverwandte vor der Tür steht. Er beginnt mit ihrem Kennenlernen auch seine übrigen zwischenmenschlichen Beziehungen mehr zu schätzen. Er intensiviert den Kontakt zu Familie und Freunden und möchte wieder mehr am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilhaben. Nummer 8. Neue Perspektiven tun sich auf. Mit neuen Chancen eröffnen sich auch langfristig neue Perspektiven für das eigene Leben. Nun aber steht dieses in Form einer Paarbeziehung am Start. Dadurch ergeben sich viele Fragen, aber auch Optionen für die gemeinsame Zukunft ohne Ende. Ein neues Leben kann beginnen und selbst eingefleischte Gewohnheitstiere sind begeistert von dieser Aussicht. Nummer 9. Er möchte Teil eines Dreamteams werden. Der einsame Wolf hat ausgedient, wenn die Frau fürs Leben plötzlich sein Revier betritt. Männer lieben es grundsätzlich, ihr eigener Herr und Meister zu sein und genießen eine Solo-Performance in vollen Zügen. Die Seelenverwandte allerdings weckt den Wunsch in ihm, Teil eines Ganzen zu werden und nicht alles mehr im Alleingang bewältigen zu müssen. Nummer 10. Sein altes Leben lässt er hinter sich.
Auch Männer leiden unter Trennungen, missglückten Beziehungen und entgleisten Romanzen. Betritt ihre Seelenverwandte aber nun die Szene, sind diese Bruchlandungen Geschichte. Der Mann kann endlich abschließen mit seiner Vergangenheit und blickt optimistisch und hoffnungsvoll nach vorne. Er schließt Frieden mit seinem früheren Ich und seinem alten Leben. Nummer 11. Jedes schöne Detail des Lebens offenbart sich ihm. Unsere Seelenverwandten wirken nahezu magisch auf unser Leben, wenn wir bereit sind, die Augen dafür zu öffnen. Selbst pragmatische Exemplare der Spezies Mann dürfen an ihrer Seite einen völlig neuen Blick auf die Welt erhaschen. Sie sehen die Schönheit der Natur, lernen das Zwischenmenschliche mehr zu schätzen und entdecken Wunder überall. Nummer 12. Er spielt mit dem Gedanken, sesshaft zu werden. Wenn eingefleischte Junggesellen plötzlich mit dem Gedanken spielen, ihr Leben auf der Überholspur hinter sich zu lassen und sesshaft zu werden, muss schon ein ganz besonderer Mensch am Start sein. Seelenverwandte haben diese Wirkung auf uns. Sie zeigen uns das Glück der kleinen Dinge und wecken in so manchem Dauersingle den Wunsch nach dauerhafter Zweisamkeit. Nummer 13. Für sie möchte er der Beste sein. Wenn ein Mann beginnt, sich für eine Frau so richtig ins Zeug zu legen, ist sie nicht nur ein flüchtiger Flirt für ihn. Er möchte sich zur besten Version seiner selbst entwickeln und wird alles daran setzen, dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Beruflich und persönlich soll es rote Rosen regnen für ihn, damit seine Traumfrau stolz auf ihn sein kann. Nummer 14. Seine Prioritäten verschieben sich. Waren früher der Job und die Kumpels, die Hobbys und das Ehrenamt seine Prioritäten der Wahl, ist nun Qualitätszeit zu zweit angesagt. Verliebte Männer, die es ernst meinen mit ihren Absichten, lassen nur allzu gerne alles stehen und liegen für die richtige Frau. Unser heutiges Fazit: Wenn die bessere Hälfte diesen Namen verdient. Männer, die ihre Seelenverwandte treffen, krempeln ihr ganzes Leben um. Aus den umtriebigen Dauersingles werden verlässliche Partner. Die Serienmonogamisten sind endlich bereit, sich auf eine Person festzulegen und freuen sich auch noch wie ein Schneekönig über diese Entwicklung. Es ist in der Liebe immer so: Wenn es passt, dann passt es einfach. Die Seelenverwandte wird für jeden Mann der Lebensmensch sein, für den er ein besserer Mensch werden möchte. Zu verdanken hat er diese Entwicklung seiner besseren Hälfte, die diese Bezeichnung hier mehr als nur redlich verdient. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.